Und ein herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Ich bin von mir, Gameplays als Hobby und Mikrofon ist an. Sehr gut. ja, wir sind hier auf einer Rettungsaktion. Wir wollen die Unuratu abholen. Abholen? Befreien aus dem Gefängnis. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Da schauen wir hier gerade mal ein bisschen rum. Okay, wir müssen in die andere Richtung, aber... Die kennen das ja schon von mir. Ich gehe immer gern erst in eine andere Richtung, als da, wo man hin muss. Wie es aussieht, geht das hier in eine Krypta laut der Karte. Und die wollen wir natürlich auch gelöst kriegen. Und jetzt? Hüpfen schon... Ah, nach oben. Ich wollte gerade sagen, hüpfen schon mal gar nicht. Also nach links. Ich kann nicht mehr tragen. Und noch ein Wandgemälde. Das ist Inka, glaube ich. Das ist eine Gedenkstätte. Mögen die Flüsse der jenseitigen Welt ruhig sein und Uturankas Boot robust genug, um sie zu befahren. Der Fährmann, okay. Dann schauen wir uns da mal um in seiner Krypta und hoffen, dass wir keinen Fährmann brauchen. Dunkel. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So, ich weiß gerade gar nicht so richtig, ob meine Freundin hier drin war. Aber ich glaube schon. Auch wenn ich mich jetzt an diesen Fährmann nicht erinnern kann. Ich kann kaum den Boden sehen, falls es überhaupt einen gibt. Doch, das hat sie bei meiner Freundin auch gesagt. Von daher muss sie hier drin gewesen sein. Da können wir bestimmt nicht hin, ne? So tief ist der Boden noch gar nicht. Der Ein- bzw. Ausgang ist zugeschüttet. Okay. Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Waren wir vorhin nicht in einem unterirdischen Fluss? Okay, hier geht's wohl rein. So, hier war ja also nichts. Nur so ein komischer Bub. Okay. Das reinste Rumgequetsche und Geducke hier. Da oben ist eine Schnitzerei. Mhm. Eine Schnitzerei, wunderbar. Davon haben wir schon sehr viele gesehen. Und die typische Kryptamusik. Und wieder Kletteraktion.
Wir haben ja noch in Erinnerung, hier gibt's kein... Gab's jetzt noch kein Lager? Also müssen wir echt vorsichtig sein. Okay, weiter geht's wohl nicht. Mhm. Ich hab gemerkt, einmal schwingen reicht schon. Dahinter muss irgendetwas sein. Das ist nicht gut. Das heißt dann wohl, ich muss viel tauchen, wenn ich wieder zurück möchte. Okay, wir sind angekommen. Was haben wir hier? Hallo? Ah. Mehr Schutz vor Nahkampfangriffen. Oh, das klingt auch schon mal gut. Ja, wenn wir das kombinieren könnten mit etwas mehr Schutz vor was? Kugeln und Pfeilen? Das wäre echt klasse. Aber ich glaube, das war auch ein Oberteil. Von daher würde das nicht funktionieren. So, ein Fähigkeitspunkt. Na super. Dann wollen wir mal schwimmen, 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 schwimmen. Einmal Dosch. Hä? Okay. Ich habe gerade gemerkt, wenn ich hier... Ah, jetzt geht's wieder. Das schnelle Schwimmen hatte vorher nicht funktioniert, weil meine Großstelltaste noch aktiviert war, warum auch immer die aktiviert war. Deswegen hatte da das Schnellschwimmen nicht funktioniert. Und ich bin normal geschwommen. Wuhu. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. So, hier an sich nichts gefunden. So, dann können wir wieder zurück. Ich hoffe natürlich, wir haben nichts übersehen. Wir müssen auf jeden Fall noch hier hin. Hier ist auch noch eine Krypta, aber ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Vielleicht kommen wir hier so herum, ja. Und dann müssen wir sowieso dahin. Das kann natürlich sehr gut sein. Hui. Wie sanft die da gelandet ist. Okay, klettern geht weiter. Auf geht's. Wir haben immer noch nicht speichern können. Ist natürlich scheiße, dass wir noch nicht speichern können. Gerade bei so viel Kletteraktion.
Bitte was? So? Okay. Meine Güte, dass ich das geschafft habe. Das grenzt ja schon fast an ein Wunder. Über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Okay. Hey, die Statue haben wir vorhin auch schon gesehen. Ist hier die Krypta? Nee, hier ist keine Krypta. Da müssen wir lang. Okay, auf die Seite komme ich wohl irgendwann später erst. Keine Ahnung. Gut, dann gehen wir mal weiter. Die Rebellion lebt. Unoratus Gefängnis Helle betreten. Okay, das heißt also, zu der Krypta kommen wir erstmal noch nicht. Schauen wir mal, wann es soweit ist. Unoratu. Die Schatulle ist nicht in Paititi. Ich weiß. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm, Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal, das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchichiqua, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß. Dann sollten wir uns beeilen. Wie geht's, Ätzli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. Errungenschaft, Familienbande. Und hier haben wir noch ein Dokument, siehst du mal. Ein Bericht über die Herrschaftsfamilie Paititis. Die Herrscherfamilie dient inzwischen nur noch als Symbol, während in Wahrheit wir die Stadt kontrollieren. Dass wir ihr weiterhin eine Position scheinbarer Macht zugestehen, hat zwei Gründe. Einerseits können wir uns so auf unsere Suche nach der Schatulle konzentrieren und andererseits beschwichtigt es die Einheimischen, die jeglicher Veränderung mit Ablehnung begegnen. Okay. Das ist jetzt aber von Trinity, ne? Das ist nicht von Amaru, alias Dr. Dominguez.
So, haben wir denn sonst noch irgendetwas hier? Meine Freundin hatte hier zwar auch nachgeguckt, aber ich glaube, das Dokument hat sie nicht gefunden. Okay, das ist wohl die Zellentür. Okay, das war's dann wohl. Gut, dann komm mit. Geh mal raus. ...65% abgeschlossen. Wow, es wächst. Jonah, ich bin bei Onuratu. Oh gut, Ezli will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung. Soll ich Uchu helfen oder mit der Ableckung Boden erobern? Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Ezli. Traue deinem Instinkt. Leitzkalankoele loputzich, hachpila wicho. Jetzt geht die da schon runter. Ich wollte doch erstmal noch mal rumgucken da oben. Nochmal hoch komme ich eh nicht mehr. So, da komme ich nicht rüber. Ich kann nur dahin. Okay. Ah, schön so eine Hacke in den Rücken rein, das ist gut. Ich glaube, ich kann darüber hüpfen, ne? Muss ich, glaube ich, auch. Alles voll. Von hier aus oder von hier oben? Ich glaube, von hier oben ist irgendwie sicherer, oder? Ich weiß nicht. Einen Pfeil nimmt sie sich mit. Oh, da hinten ist Überlebensversteck. Jetzt schauen wir uns aber erstmal hier um. Wo geht's hier hin? Guck an. Das kennt meine Freundin auch nicht. Sie ist nicht mehr zurückgelaufen. Dokument. Wie Trinity nach Paititi kam. Oh, sehr interessant. In einheimische Gewänder gekleidet betraten wir die Stadt. Diejenigen, die gesund genug waren, sich uns entgegenzustellen, begegneten uns mit Speeren. Wir verneigten uns und sagten ihnen, Kukulkan hätte uns geschickt, um die Stadt von der Krankheit zu befreien. Wir versorgten die Oberhäupter der Stadt, sowie jene, die uns der Rettung würdig erschienen, mit Salben und Medizin, begruben die Toten und spendeten den Sterbenden Trost. Nach und nach gewannen wir das Vertrauen der Leute, und schon bald verließen sie sich auf unsere Hilfe. Total ausgenutzt, ja. Okay. Unterdrückung von Paititi. Story abgeschlossen. Was haben wir hier? K.
Karte der Suchgebiete. Eine Karte von Fündi und der Suchgebiete. Sie haben mehrere Standorte in ganz Südamerika. Okay. Ich wünschte, ich hätte diese Karte schon früher gefunden. Dann hätte ich direkt nach Paititi gehen können. Und wo ist Paititi? Steht nirgends so drauf, oder? Oh, eine Karte. Sehr schön, da weiß ich wenigstens, ob ich irgendwas vergessen habe oder nicht. Shit. Hier hinten sogar ein Dokument. Bei der Truhe? Kann doch gar nicht sein, da habe ich doch alles nachgeguckt. Bei mir ist noch ein Dokument, okay, das verstehe ich. Komische Sache. Ein Tagebucheintrag, Kult von Kukul Khan. Wir haben uns wie befohlen nach Khan begeben, um nach dem Verräter Andres Lopez zu suchen. Begleitet werden wir von einer Gruppe einheimischer Krieger, denen wir am Ufer des Golfs begegneten. Sie waren kurz zuvor von einem Sklavenschiff entkommen, nachdem dieses in einen Sturm geraten war. Unsere Begegnung verlief zunächst angespannt, doch schon bald kamen wir zu einer Übereinkunft. Die Krieger willigten ein, uns durch den Dschungel zu begleiten, wenn wir dafür einen Abstecher zu einigen anderen Außenposten machen würden, um weitere ihres Volkes zu rekrutieren und sie vor der Sklaverei zu bewahren. Wir fanden diese Bedingungen annehmbar und machten uns schon bald auf den Weg. Alfonso Ricci, Trinity Orden. Okay, das ist dann aber schon älter, wenn die den Andres Lopez suchen wollten. Also, der war ja 1600 Eppes. Interessant, interessant. Da unten war er schon. Meinst du, das waren die letzten? Im Moment. Wir müssen schnell zur Oberstadt. Du gehst vor. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ein vormals wilder Krieger, aufgestellt zur Warnung. Ich fiel aus seinem Mund und liege nun zu seinen Füßen. So, das weiß ich natürlich noch, wo das ist. Nämlich hier. Das da, das war mein Krieger und ja, aufgestellt als Warnung. Könnte hilfreich sein. Wunderbar. Dann wollen wir mal. Hallo? Hallo? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Neo da. Warum das jetzt? Hallo, wir wollen weiter. Okay, wir sind sowieso über der Aufnahmezeit. Ich versuche hier irgendwie weiterzukommen. Keine Ahnung, was hier jetzt schon wieder los ist. Das gibt's echt nicht, scheiße. Ja, das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Mit mir von Nerd Gamblers als Hobby. Mit vielen Informationen, die wir gefunden haben. Und der Befreiung von Unuratu, die jetzt aber stur im Weg steht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich hoffe, ich kriege die irgendwie noch dazu, wieder weiterzugehen. Dass ich dann, was weiß ich, von wo wieder anfangen darf. Das wäre scheiße. Okay, auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, hoffe ich doch, und Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, neu bei mir seid, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder oder beim anderen Let's Play von mir. Okay, das war von mir, Gameplays als Hobby, und auf Wiedersehen. Tschüss.